Okay, ich werde versuchen, das so schnell wie möglich für euch runterzuziehen. Das Video so schnell wie möglich für euch aufzunehmen, dass es nicht zu lange dauert. Ich habe vor ein paar Monaten Morning Fallout 3 Epic Store hochgeladen, hat viele Views bekommen und ein paar Leute, mehrere Leute haben gefragt, ob ich es in Deutsch machen kann. Also mache ich es schnell mal auch in Deutsch hier. Und ihr seht es oben schon. Das sind eine Menge Sachen zu machen. Das erste und das wichtigste wäre einmal, dass ihr Fallout 3 überhaupt zum Laufen bekommt. Wenn dann auf Steam oder den Epic Store oder wo auch immer ihr das habt. Ich habe es auf beiden Plattformen jetzt runtergeladen. Hier im Epic Store und hier in Steam. Es funktioniert bei mir auf beiden. Das Komische ist, zuvor, wo ich die Steam-Version habe ich zuerst gehabt und zuvor ging die Steam-Version nicht und dann, nachdem ich die Epic Store-Version runtergeladen habe, ist die Steam-Version auch gegangen. Gibt nicht viel Sinn. Ich glaube, bei der Epic Store war ein extra File dabei, eine extra Datei. Ich habe nachgegoogelt, nichts gefunden. Falls ihr das Spiel übrigens schon zum Laufen gebracht habt, könnt ihr diesen Schritt überspringen. Also, das Wichtigste ist einmal, das Spiel zum Laufen zu bringen. Ihr müsst oder solltet zumindest eine Save-File schon bekommen haben, erstmal starten, wo ihr es auch braucht, die Optionen richtig einstellen. Für mich ist mal Resolution, VSync off und dann sollte das Spiel starten. Und oft habt ihr gleich mal, wenn es nicht startet, wenn es nicht perfekt läuft, einen Crash hier oder hier. Und es ist ziemlich gut, wenn ihr gleich Mods testen wollt, dass ihr euch in einen Save-File runterladet. Damit ihr außerhalb der Vault rein spawnt, damit ihr auch gleich Mods testen und sehen könnt. Mit dem Intro funktioniert das nicht so ganz. Das wäre ein guter Spot, um rauszukommen. Dann könnt ihr gleich mal Mods testen. Also Intro Skipping Mods. Ich zeige euch später gleich mal eins. Fallout zum Laufen zu bringen. Das gleiche im Epic Store. Ich zeige euch gleich dann auch, wo ihr die Daten findet. Wo ist mein Fallout? Und meine Stimme stirbt. Geil. Geil. Es gibt hier einen Fixing Guide für Fallout. Ich werde den euch kurz durchzeigen. Er ist auf Englisch, aber ich werde euch kurz zeigen, was ihr machen könnt, um das Spiel zu reparieren, dass ihr es spielen könnt. Es wäre mal gut zu wissen, wo ihr die Dateien findet, wenn ihr im Epic Store seid. Dann habt ihr da die drei Punkte. Verwalten. Da auf das Ordnersymbol. Und hier habt ihr dann eure Dateien. Ihr habt wahrscheinlich 6 oder 7 verschiedene Versionen runtergeladen. Und ihr könnt die Versionen wie Spanisch und Französisch einfach rauslöschen. Das ist mal wichtig. Dann habt ihr wenig Speicher. Ich glaube, die haben alles so um die 7 GB, 8 GB, 8,5 GB Speicher. Also die Sprachen, die ihr sowieso nicht könnt, runterlöschen. Hier haben wir es in Epic Store. Und hier unter Gear-Symbol verwalten, lokale Daten durchsuchen, kriegt es dann hier im Fallout Store. Das schaut dann hier ein bisschen anders aus. Fallout 3, GOTY, neben den anderen Spielen. Hier ist anscheinend nur die eine Datei dabei. Vielleicht ist das Epic Store Problem, dass ihr mehrere Dateien bekommt. Okay, im Epic Store, wenn ihr das Spiel, wenn es crasht bei euch am Anfang und ihr es reparieren wollt, gibt es mehrere Möglichkeiten, die ihr durchprobieren könnt. Am besten wäre es zum Beispiel zu starten, wenn ihr auf die Fallout-Exe geht hier. Eigenschaften, Kompatibilität und dann einmal probiert, wenn dann eine Problembehandlung oder das Spiel mal als Administrator zu starten und hier ein paar Sachen durchprobieren. Also wenn dann gleich mal das Spiel probieren, dann als Administrator. Oder was bei mir damals geholfen hat am Notebook vor ein paar Jahren, ist im Kompatibilitätsmodus ausführen und da mal durchprobieren. Windows 8, Windows 7, andere Packs. Das wäre eine Möglichkeit, das zu reparieren. Also Fallout-Exe und bei Kompatibilität durchprobieren, Administrator-Modus oder eher Programm im Kompatibilitätsmodus oder
auch gleich eine Problembehandlung. Am PC hat es bei mir nicht funktioniert, die Sachen, die ich dadurch probiert habe, das war das Problem. Es ist komisch manchmal. Was sonst noch zum Ändern geht, ist bei Fallout Default Init, da gibt es mehrere Theorien anscheinend. Mal öffnen, drücken, hier gibt es viele Dateien. Und hier beim Fallout Fix Wiki kann man hier ein paar Sachen ändern. Im Fallout Init mit Notepad, das haben wir gerade aufgemacht. Hier ein paar Nummern ändern. Buße Thread AI von 0 auf 1. Mal schauen, ob ich es schnell finde, die Busen. Da war es Buße Face Chain, das ist nicht das Richtige, aber man muss es mal durchschauen, dann das Richtige finden und ändern. Buße Thread, Buße Thread Blood. Also Thread AI und hier bei Num Threads 2 zum Beispiel, da gibt es mehrere Sachen in diese Richtung, die man auch finden kann und ausprobieren. Bei mir hat es einfach funktioniert, nachdem ich die Epic Store Version runtergeladen habe, die damals gratis war. Jo. Schritt Nummer 2 wäre Vortex runterzuladen. Ihr könnt auch andere Tools probieren, aber Vortex ist so ziemlich das Einfachste und die Nummer 1. Die anderen Tools, die ich mir angeschaut habe, kurz, wäre der Fallout Mod Manager. Und dann noch, falls ihr unendlich viele Mods haben wollt, ein Mod Organizer werde ich euch linken. Falls ihr wirklich so eine Liste von Mods haben wollt, wird das wahrscheinlich helfen dann. Es funktionieren nicht alle Mods. Anscheinend, was ich gehört habe, auch bei ENBs zum Beispiel, was ähnlich ist wie ein Reshade, kann sein, dass dieser Mod Manager mehr hilft als dieser. Es wird kompliziert, es wird wahrscheinlich, solltet wahrscheinlich herumtesten. Da Bethesda vor ein Jahr mal ein Update rausgebracht hat für das Spiel viel zu spät, hat er die ganze Modding-Szene damit ein bisschen ruiniert und jetzt haben sie viel fixen müssen und viele der alten Mods funktionieren einfach nicht mehr. Aber Vortex downloaden wäre der nächste Schritt. So schaut der Vortex Downloader dann installiert aus. Ganz links oben das Spiel, das zurzeit aktiviert ist. Und hier kann ich das Spiel Fallout 3 aktivieren, wenn ich es, da ich ja schon Mods gedownloadet habe, kann ich sie aktivieren und dann kann ich hier auch direkt das Spiel starten. Was nicht immer ganz funktioniert. Es gibt verschiedene Wege, bei Fallout 4 muss ich das anders starten. Aber dazu später. Zuerst mal ist es wichtig, dass ihr das Spiel findet. Kann sein, dass ihr solltet es natürlich in Deutsch installieren, den Fallout Mod Manager hier. Okay, Spiele nach Spiel suchen. Ihr tippt nun mal einfach den Namen rein, Fallout, und dann kriegt ihr das Spiel. Fallout sollte nun mal leicht zu finden sein. Plan B wäre, was ihr sowieso machen solltet, wenn ihr hier auf Fallout seid, die Game of the Year Edition an Schnellzugriff anheften. Das ist ein guter Tipp. Das habe ich bei Fallout 4 gemacht, damit ich es leichter finde. Das heißt, ihr habt es dann direkt da unter euren Dateien und dann öffnet es direkt hier rein. Bei Steam. Also wenn ihr hier oben den Namen eingibt, seht ihr das Spiel dann unter Unmanaged. Ihr müsst es mit diesem Symbol hier aktivieren. Das Aktiviersymbol oder Verwaltsymbol. Dann wird es dazu genommen zum Verwalten. Zuerst müsst ihr natürlich den Folder finden. Wenn dann es wird so ausschauen, wo ihr dann den Folder direkt eingeben könnt. Deswegen ist es gut, wenn ihr es an die Schnellansicht gibt. Dann seht ihr direkt hier den Ordner und könnt Select Folder nehmen. Das ist natürlich das falsche Spiel gerade hier mit Fallout VR. Das heißt, wenn ihr hier seid, dann könnt ihr hier Speicherort manuell eintragen. Ihr habt es an der Schnellansicht. Und dann habt ihr genau das hier, Select Folder. Und dann habt ihr den richtigen Folder, falls ihr Schwierigkeiten habt, das Spiel zu finden. Okay, wir sind mit Vortex einmal in der Zwischenzeit fertig. Zeit. Machen wir zuerst den manuellen Speicher. Punkt. Falls ihr außerhalb der Vault starten wollt und die Goats-Tests überspringen,
Wäre es gut, einen Safe-File runterzuladen, dann könnt ihr gleich außerhalb der Vault ein paar Mods testen. Ohne die Babykatzin und so einen Dreck. Also, hier ist der Link. Save Game before leaving Vault 101. Ihr downloadet das manuell am besten. Dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit könnt ihr dann euren anderen Folder bereit machen. Ich hau das mal unter Downloads. Öffne das. Extrahiere das auch in Downloads hinein zuerst mal. Dann verschiebe ich es später. Und hier haben wir es dann, das Save-File. Okay, das könnt ihr ausschneiden drücken. Dann geht ihr unter dieser PC. My Games. Kriegt ihr hier einen Folder. Hier ist Folder 3 dabei. Und hier die Saves. Und hier haut ihr das dazu rein. Ich habe das hier schon drinnen. Ihr noch nicht wahrscheinlich. Und dann könnt ihr von diesem Save außerhalb der Vault auch gleich starten. Hier haben wir den Folder, der Anniversary Patcher. Der ist notwendig, um das Spiel zu modden, um Mods runterzuladen. Und den downloaden wir am besten manuell runter. Kann man eh nur. Kann man eh nur. Also, das könnt ihr eigentlich ignorieren. Das sollten die meisten PCs eh haben. Slow Download natürlich. Dauert ein bisschen. 5 Sekunden zu lange. Den, wenn ihr das sowieso schon angeheftet habt, könnt ihr euch gleich hier reinwürgen. Es ist eine File, eine 7-Zip-File, die ihr mit einem 7-Zip-File-Extractor extrahieren müsst. Den könnt ihr zum Beispiel hier downloaden. WinRAR wäre das ähnlichste. Das würde so jetzt ausschauen. Wo ist mein Fallout Guti? Hier. Also, ich habe das jetzt runtergeladen und das solltet ihr auch schon runterladen davor oder danach. Download 7-Zip. Das heißt, wenn ihr das benutzen wollt, müsstet ihr mit einem 7-Zip-Distractor, hier ist er direkt oben gleich, das extrahieren und am besten Extract to Fallout Anniversary Patcher, dass es im gleichen Ordner ist. Und hier haben wir den dann. Das könnt ihr löschen wieder. Das könnt ihr öffnen. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch das README durchlesen. Steht viel zu viel drinnen. Viel zu viel. Den README braucht ihr eigentlich nicht, aber das zieht ihr jetzt hier hinein. Und dann öffnet ihr den Patcher. Der macht sein Ding hier. Beliebige Taste drücken. Hey, ist sehr deutsch. Und das war's nun mal. Es kann sein, dass ihr da eine Fehlermeldung kriegt. Dann müsst ihr troubleshooten. So far, bis jetzt habe ich noch keine Fehlermeldung bei dem bekommen. Das muss dastehen. Patching completed successfully. Zeige ich euch nochmal. Also, Patching completed successfully muss dastehen, damit ihr weitermachen könnt. Zeige ich euch nochmal. Beliebige Taste drücken, this game is already patched. Okay, das steht dann hier. Das ist gut, das brauchen wir. Nächster Schritt ist es, FOSE runterzuladen. Fallout Script Extender ist, es wird auch gebraucht. Diese Version hier, Current Beta Version 1.3b2, diese ladet ihr runter. Auch mit 7-Zip wird das extrahiert in den gleichen Ort da. Fallout 3 GOTY German. Reinhauen. Gleich wieder mit 7-Zip öffnen, Extract to FOSE Beta. Die 7-Zip-Datei könnt ihr zerstören. Und wo ist meine FOSE? Mal schauen, wo ist sie drinnen. Da ist die FOSE, FOSE, FOSE. Ich glaube, die muss ich jetzt auch ziehen. Ja. Ihr kopiert diese Sachen oder ausschneiden. Kopieren würde ich hiermit empfehlen. Das könnt ihr löschen. Das ist nur die Webseite. Die Textdateien werdet ihr wahrscheinlich auch löschen können. Aber kopiert einfach mal alles. Hier wieder dazu rein. Einfügen. Hier dazu rein kopiert. Und mit dem Patcher zusammen wird das dann. Der FOSE wird mit dem Patcher dazu gestartet. Das heißt, ihr könnt. Was war das jetzt?
Ah, nur Epic. Okay. Hat kurz das Spiel erneuert. Er hat's abgedatet kurz. Hier könnt ihr dann, wenn dann, direkt mit dem Launcher oder der Exe das Spiel starten. Oder mit dem Mod Manager, wenn ihr das Spiel hier aktiviert habt, was wir sowieso jetzt dann tun sollten. Bei Übersicht hier aktivieren. Switching Profiles. Ich habe da noch Mods drauf anscheinend. Schauen wir mal. Fallout 3. Hier könnt ihr es ändern dann. Fallout alle Downloads ansehen. Oder anscheinend habe ich doch nichts drauf. Sprint Mod 10 mm Pistol. Stalker Misery Reshade. Reshade solltet ihr manuell installieren und anders. Ich habe da Tutorials dazu auch. Aber hier könnten wir jetzt das Spiel starten. Mod Deployment is pending. This means the changes made mods as updating bla bla bla. Skip. Ah, please check for the server work to make sure. Puh. Okay, ja. Und dann kriegt ihr Fehlermeldungen mal. Ihr könnt reparieren. Deploy. Diese sind alle weg. Enable and disable. Schon, warum nicht? Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Pose Silver Lock funktioniert hier jetzt nicht. Ja, dann wird es wieder kompliziert. Dann probieren wir das Spiel mal hier öffnen. Spielen. Okay, so funktioniert es dann. Und dann weiter. Ah, die nicht mehr verfügbaren Inhalte sind die Mods, die ich runtergeladen habe. Habe ich damals schon deinstalliert. Jetzt könntet ihr theoretisch das Spiel modden. Ich werde das Pistol Mod schnell nur raufziehen. Das heißt, die graue Pistol wird schwarz, nur um zu schauen, dass es funktioniert. Binden. Verlassen. Dann, wo ist die Pistol? Mal schauen, was habe ich da sonst noch? Ah ja, diesen hier. Fose. Oder Fallout Anniversary Patcher gibt hier eine Liste von Recommended Mods, Command Extender und so. Ich habe nur das erste downgeloadet, mit dem hat alles funktioniert. Das kann man zum Beispiel noch dazu downloaden. Mit Mod Manager oder manuell. Können wir auch schnell machen. Alles braucht den Script Extender. Und dann hier habe ich unten die Retextured Pistol. Das ist jetzt. Gott, da habe ich zu viel gedrückt. Mal schauen. Okay, ja, das hat er gedownloadet in der Zwischenzeit. Can't deploy. Ist gegangen oder? Schaut gut aus. Ich weiß gar nicht, ob die wollen, dass man den manuell runterladet. Schauen wir schnell. Das sagt mir nicht viel. Viele Bugfixes. Use Mod Organizer to, also oder Nexus Mod Manager or FOM. Das sind die zwei, die kann man dazu auch benutzen. Deswegen sind sie hier. Habe ich noch nie benutzt, selber brauche ich später früher. Tales of Two Wastelands ist das nächste Tutorial, was ich mir geben werde und euch dann geben werde. Und hier wäre der manuelle Download-Path. Aber es funktioniert mit Mod Manager. Okay, Pistol. Retext, bla bla bla. Habe ich das jetzt? Mod Manager Download. Slow Download. Dauert 5 Sekunden. Dann startet es hier drinnen. Download started. Und fertig. Dann probieren wir das Spiel mal auf dem Epic Launcher zu starten. Vielleicht funktioniert nur der Fallout Nexus Mod Manager Launcher nicht. Wird ausgeführt. Ja, hier funktioniert's. Leg mich durch. Weiter. Fortfahren. Das wird immer kommen, wenn ihr Mods austauscht. Und die Pistole sind schwarz. Das heißt, dieses Mod funktioniert einmal. Gut. Es werden wahrscheinlich. Danke, danke. Nicht alle Mods funktionieren. Es gibt leider mit diesem Spiel viel zu viel Troubleshooting. Aber selbst mit Fallout 4, wenn ich modde, funktioniert nicht immer alles.
Aber das ist so ziemlich alles, was ihr wissen müsst. Seven Sipped werdet ihr brauchen. Folded Anniversary Patcher und Fose ist ein Muss. Der Vortex Mod Manager ist der neueste, den ich am meisten bis jetzt benutzt habe. Geht mit dem ziemlich gut. Das, ja, das solltet ihr zumindest runterladen, der Command Extender. Das Schwierigste ist, das Spiel zum Laufen zu bringen, zuerst einmal. Das ist das Schwierigste. Die Save-File würde ich auch... Es ist gut, um zu testen, ob das Spiel, ob die Mods funktionieren gleich mal. Mit den zwei, Fallout Mod Manager und Mod Organizer, habe ich keine Erfahrung. Es gibt dann noch den alten Nexus Mod Manager. Falls ihr mit denen Erfahrung habt, könntet ihr auch den benutzen. Ich glaube, der sollte auch funktionieren. Mod Manager. Das ist der alte. Falls ihr mit dem Erfahrung habt, sollte mit dem wahrscheinlich auch funktionieren. Aber die drei Vortex und die zwei sind recommended. Jo. Ansonsten noch. Ich werde in nächster Zeit ein Tales of Two Wasteland, wo ist es, Tutorial machen, in Englisch mal, vielleicht auch auf Deutsch. Das ist, wenn man Fallout 3 und Fallout New Vegas miteinander vereinen will. Das heißt, Fallout 3 läuft dann auf der Fallout New Vegas Engine und da gibt es dann auch ziemlich viel zu downloaden und zu tun. Sehr viel zu tun und zu downloaden, damit das hier funktioniert, aber es wäre eine Lösung, um Fallout 3 überhaupt zum Laufen zu bringen. Dann funktioniert Modding anders, dann müsst ihr die Fallout 3 Mods, wenn ihr Fallout 3 modden wollt, von der Fallout New Vegas Nexus Page runterladen, die Mods, und dann wird das übergreifen ineinander. Das kommt als nächstes. Irgendwann, wenn mein The Outer Worlds Permadev fertig ist, werde ich Fallout New Vegas als Permadev starten. Wieder dritter Versuch, diesmal in Deutsch. Alles andere ist jetzt zurzeit in Englisch auf meinem Kanal. Ja, Tutorials. Vielleicht mache ich das dann auch in Deutsch, wenn das gut funktioniert. Das Tales of Two Wasteland Tutorial. Dazu, falls euch das interessiert, selber müsst ihr das Spiel Fallout 3 in Game of the Year haben und Fallout New Vegas mit allen DLCs oder Fallout New Vegas in die Game of the Year Edition. Sonst funktioniert das nicht, ihr müsst für beide Spiele alle DLCs haben. Es geht auch plattformübergreifend mit Tales of Two Wastelands, von was ich gesehen habe. Aber es wird dann noch extra komplizierter. Okay, ja. Wenn das geholfen hat, lasst ein Like zurück. Schaut euch ein paar Dinge von mir an. Ich habe ein paar deutsche Let's Plays, hauptsächlich in Englisch, bisschen Deutsch-Englisch gemischte Musik. Oh yeah. Bis out. Post,